Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir sind wieder hier. Auf den ersten Blick fällt euch mit Sicherheit auf, oh, Race Minimap ist wieder noch nicht da. Das ist richtig, ich nehme nämlich wieder auf dem PC meines Partners auf und da möchte ich ihm jetzt nicht extra die Minimap raufhauen. Oh, draußen schneit's, wie schön. Ja, rein theoretisch läuft es flüssig, aber ich merke ja jetzt gerade im Moment ruckelt's ein bisschen, sollte sich aber normalerweise gleich wieder einkriegen. Draußen, glaube ich, geht gerade die Sonne unter. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht sehr, sehr trübe aus. Zwei kleine Anmerkungen habe ich. Zum einen, das ist der falsche Skin. Ich wollte jetzt nicht extra meine Login-Daten eingeben, weil ich nicht weiß, ob er seine auswendig weiß. Und dann muss er extra wieder die Login-Daten neu eingeben. Und das möchte ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich habe jetzt im Moment seinen Skin. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, ob ich jetzt über seinen oder meinen Account schreibe, mit dem USB-Stick einfach nur mal kurz eben die Daten rübergezogen. Das muss reichen. Boah, es regnet. Ich hasse es, wenn es regnet. Hilft nicht. Es sollte hoffentlich bald wieder aufhören. Hoffe ich. So. Oh, da habe ich vergessen. Muss mal ganz kurz schauen. Weil er die Töne etwas anders hat. Auf 35 hat es er, okay. Sollte so passen. Hoffe ich. Ich habe sie ja etwas niedriger. So, jetzt laufen wir mal zurück. Ich hoffe, dass es gleich zu regnen aufhört. Ich persönlich mag es nämlich nicht, wenn es regnet hier in diesem Minecraft. Also, das habe ich jetzt nicht so gerne. Aber naja, hilft ja nicht. Hört mit Sicherheit bald wieder auf. Ja, was wollte ich sagen? Das ist das eine mit dem Skin. Das andere ist, dass ich. So, hier regnet es wenigstens nicht. Dass ihr mit Sicherheit jetzt wieder schwarzen Balken oben und unten seht. Es liegt daran, dass ich hier nicht unbedingt mit Vollbild aufnehmen kann, weil ich aus irgendwelchen Grund Fraps Vollbild nicht frisst. Ich weiß nicht wieso. Es frisst es auf alle Fälle nicht. Das soll uns jetzt aber nicht allzu sehr stören. Weil, mei, dann frisst es halt nicht. Der schwarze Balken ist zwar mit Sicherheit nicht schön, aber was soll man machen? Es ist eben das Problem. Und ich nehme ja im Moment normalerweise dann immer Sizer auf. Der macht mir alles in die Größe, wie ich es brauchen kann. Und dann passt das Ganze. Aber naja, hilft nicht. Das müssen wir jetzt hinnehmen. Dafür können wir wenigstens halbwegs flüssig spielen. Er hat zwar momentan auch ein kleines bisschen das Problem, dass es nicht 100% flüssig läuft. Aber was soll man machen? Es ist schwer. Er will sich ja den nächsten neuen PC holen und so. Nee, da haben wir, noch ein bisschen Holz drin. Schieben wir jetzt mal kurz den Kies rein. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Hörst du mal auf da hinten, bitte? Meine Katze rumpelt schon wieder rum. Schön, oder? Hallo? Auf. Moment. So, schon bin ich wieder da. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dieses kleine Miezenteil, Katzendingsi, hat gerade gemerkt, dass da neben mir in der Tüte eine Chipstüte ist. Diese Chipstüte ist verschlossen. Und die hat er sich gerade geholt und einmal quer durch die Wohnung geschleift. Krass, oder? Also ich kapiere es nicht. Der checkt es. Oh, da sind Chips drin, die nehme ich mir. Nee, weil wir haben uns nämlich ein bisschen Vorrat geholt, weil wir morgen etwas vorhaben. Was heißt morgen? Wenn ihr diese Folge seht, ist es eigentlich schon heute. Und zwar machen wir bei einem Speedcubing-Marathon mit. Naja, das heißt halt, wir haben nichts Besseres zu tun, als 24 Stunden lang nur mit dem Zauberwürfel in der Wohnung zu sitzen und zu cuben. Ganz so krass, wie es sich anhört, ist es nicht. Wir haben, sage und schreibe, 8 Stunden Pause, die erlaubt sind. Hehe, schön, oder? Ich bereue es jetzt schon, dass ich gesagt habe, natürlich mache ich mit. Super ist es. Na egal. So, jetzt haben wir ja mal das ganze Zeug hier mal rein da. Ja, er will sich ja demnächst auch einen neuen PC holen. Das dauert aber wahrscheinlich noch ein bisschen. Und wenn wir den haben, dann können wir gleich noch mal ein bisschen besser aufnehmen. Druckplatte. Wir brauchen zwei Druckplatten. Nein, 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 nein. Nein! Ach, die kann ich ja nicht mehr zurücklegen. Och, ich bin so doof. Bekomme ich noch irgendwie zwei Holzstücke zusammen? Ein Holzstück. Und noch ein zweites Holzstück. Kann ich wenigstens noch eine zweite Druckplatte machen? So, jetzt. Na. So. Hat schon aufgehört zu regnen? So trüb, wie es aussieht, vermute ich eher nicht. So. So, jetzt. Okay, das funktioniert. Was hast du jetzt gefunden? Ein Christbaumschmuck. Ach, sehr schön. Gut. Funktioniert das hier jetzt auch? Gut. Dann
Haben wir die Schere dabei, das ist sehr schön. Dann können wir jetzt mal, da könnte man vielleicht gleich noch ein bisschen was abernten hier, damit wir auch genug dafür haben. Dann könnte man nämlich jetzt die Zeit mal nutzen hier, um uns wieder ums Getreide zu kümmern. Jetzt wird's dunkel, jetzt wird's Nacht. Na super. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Bett. Nee, damit wir endlich nochmal die Schafe ein bisschen vermehren. Und wenn wir die vermehrt haben, hallo Dorfbewohner, was hast du für mich im Angebot? 17 Fleisch, 1 Smaragd. Das hört sich gut an, aber ich habe leider nicht das richtige Fleisch für dich. Tut mir leid. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Er sieht mir beim Schlafen zu. Du perverses Ding, du, oder? Ja gut, beim Schlafen zuschauen alleine ist ja jetzt noch nicht pervers. Ich glaube ja, dass der in mich verliebt ist. Hast du jetzt was anderes im Angebot? Nö, hat er nicht. Dann halt nicht. So, jetzt dann. Weitermachen wollen wir hier. Oh, ist das Leben nicht schön? Nee, also der Curing-Marathon wird mit Sicherheit hart werden. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Ich glaube, es war was mit Luigi, oder? Ich glaube schon. Der hat mich ja um was gebeten. Und zwar, ob ich denn zum Jahreswechsel eine kleine Feuerwerksshow machen kann. Für diejenigen, die Minecraft nicht spielen oder schon längere Zeit noch nicht gespielt haben, könnten es vielleicht noch nicht wissen. Minecraft hat etwas Neues installiert. Und zwar Feuerwerkskörper. Ist ganz nett. Man muss sich halt Raketen basteln. Die Raketen alleine bringen noch nichts. Um die dann überhaupt schön in Szene setzen zu können, muss man noch so, ja, Sternbouquets oder was auch immer das ist, craften, die man dann an die Raketen dranhängt. Und mit Hilfe von denen werden die Raketen dann nicht nur einfach nur in die Höhe geschossen, sondern werden halt auch Effekte wiedergegeben, wie man sie halt so von Feuerwerkskörpern kennt. Das Ganze gibt es in normalen Kreisformen. Dann gibt es so diese Crackling, also die halt am Ende noch so ein bisschen glitzern. Dann gibt es Gripperkopf. Und was gibt's noch? Stern, genau, ein Stern. Und das Ganze ist dann so, du hast die Möglichkeit zwischen, ich glaube, drei verschiedenen Höhen, die du auswählen kannst, wie hoch die Rakete geschossen werden soll. Ich weiß schon, was mir hier nicht passt. Nee, weit wollen wir nicht. Normal wollen wir es haben. Ich stelle ihm jetzt wieder alles um. Das wird Imgimus mit freuen. Ich stelle ihm sein ganzes Minecraft um. So, das Ganze ist natürlich etwas kompliziert, weil du brauchst Papier und Sprengpulver und so weiter. Ja, kompliziert ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast zum Beispiel die Creeper, bekommst du nur, wenn du Köpfe dafür hast. Und ich habe bisher noch keinen Kopf bekommen. Ach, scheiße. Geht weg. Komm, ich hab kein Futter. Hier, ihr seht ihr doch. Ich habe kein Futter. So, jetzt. Oh, ist das schön, mal wieder zwischen den Schafen stehen zu können. Ohne dass ich totale Framerate-Einbrüche habe. Ach, dass die beim Zeugen auch, Erfahrungspunkte verlieren, finde ich eigentlich noch ganz interessant. So, das dürften jetzt alle gewesen sein. Habe ich alle erwischt? Ja, gut. So, nichts gibt's. Geschert wird jetzt. Ich habe keinen Bock, ich habe graue Schafe dazwischen. Ich brauche keinen Mensch. Das Lustige an dem Ganzen wird sein, wenn ich dann wieder mit meinem PC aufnehme, dann werde ich es wieder bereuen, weil ich solche Framerate-Einbrüche haben werde wegen den ganzen Schafen hier. Da müssen wir einfach nur schauen, dass ich nicht mehr mit diesem PC, also mit meinem PC aufnehme. Muss ich noch MGMOS mit überzeugen, dass wir die Rise Minimap installieren. Optifine vielleicht draufhauen und nicht MC-Patcher. Mal gucken. So. Ah, jetzt sind wir allmählich an dem Stadion angekommen, wo ich mit dem Scheren nicht mehr hinterherkomme. Das ist doch mal was, oder? Ach, ich hab's verschrien. Ich hab's verschrien. Egal. Oh, seht euch, wie die das gleich wieder zusammenfressen hier, oder? Krass. So, das ist doch auch mal was. Jetzt haben wir das schon mal geschafft. Oh, ihr beiden, ihr bekommt auch noch was von mir. Moment. Gehen wir doch noch kurz rein. Hier, ihr dürft euch vermehren. Hallo? Hallo? Ach Scheiße, die vermehren sich ja nicht mehr durch das hier. Mist. Okay, egal. Müssen wir auch noch mal ansehen. Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht in letzter Zeit. Ich habe schon so oft davon gesprochen wie: Spring nicht! Bitte, mach es nicht! Warte, ich komme. Ich schaue, was du im Angebot hast. Vielleicht kann ich dir helfen. Du musst dich nicht umbringen. Ich schaue, ob ich dir irgendwas geben kann. Komm, bitte, nicht umbringen. Komm, bitte, spring nicht. Doch, spring! Alter, so ein Angebot kann ich nicht gebrauchen.
So, okay, nee, was wollte ich sagen? Ja, ich spreche immer davon, dass es mich nervt, dass ich hier in Minecraft so wenig schaffe, so wenig gebaut habe bisher. Wollt ihr euch jetzt gegen mich zusammentun? Beides gleiche für mich? Habe ich euch geklont, indem ich euch darunter geworfen habe? Na egal. Nee, auf alle Fälle, wie gesagt, ich beschwere mich immer darüber, dass ich so wenig schaffe. Und da mache ich nichts. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt richtig. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich jetzt endlich mal versuche, mit Volldampf ein bisschen mehr hinzubekommen. Das heißt, wir kloppen jetzt erstmal Holz, weil wir brauchen auf alle Fälle Kisten und wir brauchen Schilder. Wir wollen ja das Lager da oben in dem Haus endlich mal fertig bekommen. Das ist ja schon mal eines der Primärziele, sage ich jetzt mal. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das Dorf ein bisschen größer machen. Dass wir da endlich mal was bauen. Und bis dass wir das Dorf einigermaßen stattlich gemacht haben, dürften wir genug Wolle insgesamt zusammen haben, wenn wir immer wieder scheren gehen. Damit wir. Na, wie heißt es noch gleich? Damit wir die Villa mal anfangen können. Aber im Moment ist es einfach so, ich habe noch nicht viel Wolle. Ich meine, wie viel habe ich jetzt bekommen? Hier 26 weiße. Jetzt muss ich hier mal den Fernseher umschalten. Ich will das hier nicht ansehen. Ja, das ist so eine Eigenart von mir, ne? Ich habe immer den Fernseher. Oh, der Film ist toll. Ach, den können wir uns morgen anschauen. Cubing Marathon. Hä? Nee, das will kein Mensch sehen. Nee, das Haus am See. Ist der gut? Kennt ihr den Film? Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. So, da, den Sat.1 haben wir her. So. Nee, ich habe immer den Fernseher nebenbei laufen. Ich schaue nicht hin. Aber ich habe gerade gesehen, dass das, was ich läuf, das, was läuft, dass ich das mir nicht ansehen würde. Und deswegen dachte ich mir, ach, du schaltest jetzt um. Das bringt mir zwar gar nichts im Moment, aber egal. Ja, nee, das wird lange dauern, bis wir mit der Villa anfangen können, weil ich meine, ich habe fast keine Wolle und das ist auch blöd. Ja. Entschuldigung, wenn ich ab und zu schnupfe. Ich versuche es zu unterdrücken. Ich glaube, ich werde ein bisschen krank. In letzter Zeit war ein bisschen anstrengend. Ah, ja, ey. Ach ja, nee. So. Ich will nämlich jetzt endlich mal anfangen, dass Minecraft mal wieder etwas anders wird. Ach ja, genau, was ich sagen wollte. Wenn der PC, wenn mein Partner den neuen PC hat, dann darf ich diesen Laptop offiziell in Beschlag nehmen, wann ich will. Das heißt, dann kann ich wirklich in Zukunft auch hier mit dem aufnehmen. Und ihr seht ja, bis auf das, dass jetzt hier ab und zu ein bisschen ruckelt, aber ich nehme jetzt hier zwar nicht im Vollbild, aber im kompletten Fenster auf, was ich mit meinem Laptop eigentlich nicht gemacht habe in letzter Zeit. Ich habe dann immer mit, na, wie heißt denn, eben mit 720p aufgenommen. Das heißt, kleiner als mein Laptop-Fenster ist. Das heißt, ihr seht die Qualität, die ich hatte. Und jetzt ist die Qualität ja mit Sicherheit etwas besser als noch vor 6 Folgen. Oder beziehungsweise 5 Folgen. Das ist jetzt die 5. Folge, die ich hier mit diesem PC aufnehme. Nee, also da muss schon mal was anderes her. Ja, ich möchte dann jetzt noch dem nächsten Video noch einsprechen, muss ich mir aber auch schicken, weil das Jahr ist jetzt bald vorbei. Und das möchte ich eigentlich zum Jahreswechsel machen. Ich wollte eigentlich noch ein kurzes Infovideo einsprechen, was denn eigentlich 2013 auf euch zukommt. Was ich machen möchte, was ich lassen möchte. Was auf alle Fälle, und das habe ich ja schon mal angekündigt und ich bekomme ja auch schon immer wieder Anfragen, ich möchte vermehrt auf Togethers gehen. Was heißt vermehrt? Immer wieder schon mal. Im Moment bietet sich natürlich Minecraft an, weil das ein Spiel ist, das ich habe, das Together-fähig ist. Ansonsten wird es natürlich immer ein bisschen schwer. Für kostenlose Spiele bin ich gern zu haben. Also wenn es kostenlose Spiele gibt, dann können wir da gerne was machen. Aber ansonsten ist es im Moment ein bisschen schwierig. Aber das werden wir auch noch hinbekommen. Jetzt hüpft er da ins Leere, ne? Ist auch nicht toll. So. Nee, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier das Dorf auch mal schöner machen. Das gefällt mir so, wie es ist, einfach nicht wirklich. Ja. Haben wir eigentlich unseren Reise-Crafting-Table dabei? Ja, den haben wir dabei. Da gehen wir jetzt nochmal in das Haus hier. Es muss jetzt einfach alles umgestaltet werden. Haben sich beide Türen geschlossen? Nee, natürlich nicht. Das heißt, ich bin angewöhnt, immer nur eine aufzumachen. Okay, so. Ach ja, hat die Connect Texture Dings da eingeschaltet. Ja, da bin ich persönlich jetzt nicht der Fan von, aber okay. So. Ach so, Moment. Nö, das könnten wir eigentlich lassen, dass wir hier die Kisten hinpacken. Weil stresst ja hier jetzt nicht unbedingt jemanden. Wir müssen uns jetzt mal die Zimmer aussuchen. Hier sitzt ein Hund. Wieso nur einer? Hier sitzt der zweite Hund. Hier haben wir noch einen Hund. Jetzt, die hat es mir wieder total verschoben hier in dieser Welt, oder? Okay, das ist dieses seltsam geformte Zimmer.
Da brauchen wir noch dunkles Holz. Ich würde sagen, wir machen hier zu dann. Dann haben wir hier so einen kleinen Abstellraum. Und hier hinten können wir dann was anderes reinbauen. Das heißt, ja, was machen wir dann? Wo machen wir denn dann unser Schlafzimmer rein? Schlafzimmer ist natürlich lustig, weil die uns dann alle ins Schlafzimmer reingucken können, ne? Ist natürlich auch nicht so dolle. Die können uns dann überall reingucken. Da brauche ich mal Vorhänge. Oh, sehr schön. Müssen wir uns doch das Schlafzimmer nach oben bauen? Ernsthaft? Aber ist ja auch doof. Ein Schlafzimmer oben hinbauen. Wobei es natürlich schon schön wäre, hier oben das Schlafzimmer hinzubauen. Jetzt habe ich hier ja schon die Kisten hingepfeffert. Ah, oh, das ist jetzt schade. Wie machen wir denn das? Wir könnten natürlich auch hier noch eine Treppe hinunterbauen und unten ein Schlafzimmer einrichten, was aber auch blöd kommt. Oder wir bauen einfach an. Hey, Schluss hier jetzt. Nicht verarschen, liebe Tür. Oder wir bauen hier noch an. Das könnten wir auch machen. Ein Anbau für Schlafzimmer. Aber das würde wahrscheinlich auf der anderen Seite besser passen. Vermute ich jetzt mal, dass wir hier anbauen. Da geht's runter. Mist. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Wir wollen ja nicht gestört werden. Oh, es wird schon wieder Nacht. Oh je. Ja, das müssen wir uns in der nächsten Folge überlegen. Hilft ja nicht. So. Ja, und wenn es schon wieder Nacht wird, dann fällt mir aber auf, dass es auch schon wieder spät wird. Diese Folge ist jetzt hier schon wieder 16 Minuten lang. Ja, wir könnten sie länger machen. Aber ich mache sie jetzt im Moment nicht länger. Ich würde sagen, die nächste Folge könnten wir vielleicht wieder länger machen. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.